Namen des Volkes ergeht Urteil. Fehrbach Johann, geboren am 9.8.1913 in Köln, verwitweter Montageschlosser, deutscher Staatsangehöriger, wohnhaft in Köln. Zweitens Brüne Vera Maria, geborene Kohlen, geboren am 6.2.1910 in Essen-Grei, geschiedene deutsche Hausfrau, wohnhaft in München, sind schuldig. Zweier in Mittäterschaft begangener Verbrechen des Mordes. Sie werden zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Ich war zutiefst erschüttert. Ich konnte geistig nicht folgen. Ich glaubte das nicht. Ich hielt es für unmöglich. Ich dachte, ich bin nicht da. Ich habe mich auch nachher immer kneifen müssen, um zu wissen, dass ich lebe, dass ich es wirklich bin. Es war entsetzlich, es war tragisch, es war schlimm. 4. Juni 1962. Das Urteil. Es war der spektakulärste Mordprozess der Nachkriegsgeschichte. Das Unfassbare war eingetreten. Ich habe das nicht getan. Wie kann man denn einen Menschen unschuldig hinter Gitter schicken? Der Arzt Otto Braun und seine Lebensgefährtin Elfriede Kloh waren zwei Jahre zuvor in Pöcking am Starnberger See in Brauns Haus tot aufgefunden worden. Vera Brüne und ihr Bekannter Johann Fehrbach hätten, so urteilte das Gericht, die Morde begangen, um sich in den Besitz von Brauns spanischer Villa an der Costa Brava zu bringen. Otto Braun wollte Vera Brüne dieses 70.000 Quadratmeter große Anwesen vererben. Vera Brüne wurde in das Frauengefängnis Eichach gesteckt. Lebenslänglich. Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte. Sie war zu diesem Zeitpunkt 52 Jahre alt. Aufgewachsen in gut bürgerlichem Milieu. Ihr Vater einst Oberbürgermeister von Essen-Krai. 18 Jahre später, im Dezember 1979, wurde sie begnadigt. Sie kam frei, doch ihr Leben war zerstört. Ich war allein in der Zelle, ich bin auch nicht so ausgerückt, wie man das nennt, in einen Saal, wo die Leute zum Schneidern oder zur Bücherei abgeholt werden, nicht wahr? Also ich war immer in meiner Zelle alleine für mich, 18 Jahre. Der Urteilsspruch hatte ihren Stolz verletzt. Nun wollte sie die Welt mit Verachtung strafen, auch wenn dies nur in den Mauern des Gefängnisses möglich war. Dabei gab es Menschen, die sich für Vera Brüne engagierten, weil sie das Gerichtsurteil für falsch hielten. Zu ihnen gehörte auch der berühmte Engel der Gefangenen. Ja, wie die Tür aufging und sie reinkam, war es absolut eine Dame, die hineinkam. Das Gefängniskleid wurde so getragen von ihr, irgendwie in ihrer Haltung, dass es also wie ein Kleid aus Paris erschien. Sie war absolut nicht so wie die anderen Gefangenen, die oft sehr bedrückt waren und das Grau des Gefängnisses hatte oft abgefärbt. Sie gab eine Audienz. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwie jetzt etwas Besonderes sei, sondern es war eine Gnade, dass sie mich empfing. Aber andererseits war sie auch sehr herzlich und sehr froh, dass ich überhaupt kam. War Vera Brüne schuldig? Nebenklägeranwalt Konrad Kittel. Ja, eindeutig und ohne jeden Zweifel. Erwin Tochtermann schrieb damals für die Süddeutsche Zeitung über den Prozess. War Vera Brüne schuldig? Das ist eine sehr schwere Frage. Also ich bin nicht überzeugt davon, dass sie schuldig ist. Aber ich könnte auch nicht sagen, dass sie meiner Ansicht nach unschuldig ist. Hat sie es getan?
Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Karl-Hans Kern. Nein. Ich bin also der Meinung, dass hier Dinge geschehen sind, die versucht werden, nicht an die Öffentlichkeit gebracht zu werden. 38 Jahre danach. Martin Amelung war bei der Verteidigung Johann Fehrbachs dabei. Hält er die beiden für schuldig? Das ist eine Glaubensfrage. Und ich habe ja nur an der Sache sehr indirekt und in einer Nebenrolle mitgewirkt, als ich Referendar war. Und ich hatte seinerzeit den Eindruck, dass Fehrbach in jedem Falle nicht schuldig ist. Ganz München war außer Atem damals. Auch der Lokalreporter bei der Abendzeitung Arne Beuer. Ist Vera Brühne schuldig? Das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Ich weiß es einfach nicht. Ich bin nur zutiefst überzeugt, dass das Gericht sie nicht hätte verurteilen können aufgrund der Beweislage. Der Prozess gegen Vera Brühne und Johann Fehrbach fesselte die Öffentlichkeit. Jeden Morgen drängten sich hunderte Schaulustiger vor dem Gerichtsgebäude. Beide Angeklagten, selbst der für die Menge weniger interessante Johann Fehrbach, mussten unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen zum Gericht gebracht werden. Allzu groß war das Bedürfnis, die beiden verurteilt zu sehen. Der Montageschlosser Johann Fehrbach wirkte so, als sei er auf der falschen Veranstaltung, als handle es sich bei ihm um eine Verwechslung. Vera Brühne, Objekt der Begierde und des Hasses zugleich, gejagt von den Medien. Bevor sie im Gericht den Blicken entweichen kann, wird sie noch einmal aufgehalten. Für ein Pressefoto. Verbittert über die Sensationsgier der Presse hat Vera Brühne fast 20 Jahre geschwiegen. Zum ersten Mal erklärt sich die heute 90-Jährige bereit, über ihre Verurteilung zu sprechen. Es war ja die Presse schuld, die ja, der Stern hat doch diese ganze Story überhaupt ins Rollen gebracht. Bis der Bonner Presserat auftrat und das untersagte. Die nächste Folge hieß schon Frau Veras Geständnis. Das ist es ja, dass der Stern vorher mit zwei Personen, Vera Brühne und Hans Fehrbach oder Johann Fehrbach, eine Story erfand. Und davon konnten sich ja auch die Richter nicht befreien, von dieser Story. Ich war vorverurteilt, wie ich den Gerichtssaal betrat. Bereits ein halbes Jahr vor Prozessbeginn schrieb der Stern, dass allein die genusssüchtige Vera Brühne, wie es hieß, ein Mordmotiv gehabt habe, die spanische Millionenvilla. Quick und Münchner Abendzeitung standen dem Stern in nichts nach. Sie behaupteten, erdrückende Beweise zu haben. Vera Brühne sei die Mörderin aus reiner Geldgier. Quick zeigte sie im Leopardenfellkleid, lasziv. Dass es sich um die Anprobe für ein Kostümfest handelte, stand nicht dabei. Sternjournalist Fred Irt gab vor, er habe den Fall bis zur prozessreifen Gewissheit recherchiert. Vera Brühne sei schuldig, ihre Tochter Silvia habe es ihm selbst erzählt. Auch die biederen Hausfrauen auf den Gerichtsgängen hatten längst ihr Urteil gefällt. Diese Frau war des Teufels. Die Frauen waren ja geradezu hysterisch, zum Teil aus Neid, weil Vera Brühne sehr gut aussah. Ein angeblich sehr flatterhaftes Leben geführt hatte, was bei genauerer Hinsicht überhaupt nicht stimmte. Erste Sensation war eine Frau als Mörderin. Zweitens wurde sie als geldgierig hingestellt. Und drittens spielte natürlich dann auch am Rande die Sexualität eine gewisse Rolle. Oder die Erotik, wenn man das damals war, ist ja noch nicht so offen. Und diese Kriterien sind immer gut für einen schönen Sensationsprozess, um die Spalten zu füllen. Es war ein Mammutprozess. Er dauerte 22 Tage. Über 100 Zeugen wurden verhört. Niemand hatte die Tat gesehen. Das Gericht stützte sich deshalb auf Indizien und belastende Aussagen Dritter, um Vera Brühne und Johann Fehrbach schuldig sprechen zu können. Die beiden kannten sich aus dem Kriege. Fehrbach hatte Vera Brühne und ihre Tochter Silvia aus den Trümmern gerettet. Rechtsanwalt Konrad Kittel trat als Nebenkläger für Günter Braun auf, den Sohn des ermordeten Arztes. Am Ende stand der Schuldspruch. Während das Urteil verlesen wurde, verharrte Vera Brühne wie betäubt. Kein Wort habe sie damals verstanden, erklärt sie heute. Ich bin unschuldig, soll sie ausgerufen haben.
aber daran kann sie sich nicht mehr erinnern. Hin und wieder kommt immer das Grauen, das nenne ich das Grauen, das mich überfällt, was mich niederdrückt, was mich schlimm auf den Boden wirft, weil ich es nicht verstehen kann. Immer wieder das Warum, warum passiert dir so etwas? Was ist die Voraussetzung für so ein furchtbares Leben? Lebenslänglich im Zuchthaus. Für eine Tat, die beide Verurteilten entschieden bestritten. Vera Brühne kam nach 18 Jahren frei. Johann Fehrbach starb am 21. Juni 1970 in seiner Zelle. Der Tatort. Pöcking am Starnberger See. Prauns exklusiver Zweitwohnsitz vor den Toren Münchens. Zu seiner Villa gehörte ein 10.000 Quadratmeter großes Hanggrundstück. Otto Braun verbrachte hier mehrere Tage in der Woche. Seine Arztpraxis in München war geöffnet. Hier waren am 19. April 1960 die Leichen Dr. Brauns und seiner Lebensgefährtin gefunden worden. Otto Braun, bei seinem Tode 65 Jahre alt, lebte auf großem Fuß von Geld, das er nicht durch seine Praxis verdiente, sondern auf andere Weise. Elfriede Kloh, seine Lebensgefährtin, wohnte seit 17 Jahren mit ihm zusammen. 1957 hatte Braun Vera Brühne kennengelernt. Er reiste mit ihr jedes Jahr zu seinem spanischen Besitz, den sie für ihn verwaltete. Wussten Sie denn, dass Dr. Braun Ihnen die Villa vererben wollte? Ja, das wusste ich. Das macht er jeden an seinem Geburtstag jedes Jahr erneut. Und darauf habe ich oft gelacht und habe gesagt, du kannst das, wenn du das jetzt hier mir großzügig vermachst, eine halbe Stunde später kannst du das Ganze zerreißen. Dann ist es wieder hinfällig. Dann hast du wieder Grund, am nächsten 28. April das erneut zu schreiben. Laut Gerichtsurteil hatte Braun die spanische Villa verkaufen wollen, um Vera Brühne loszuwerden. Brauns Sprechstundenhilfe Renate Meyer behauptete dies. Vera Brühne habe Braun von Fehrbach ermorden lassen, um die Villa trotzdem zu erben. Alles Unsinn, beteuert Vera Brühne. Der Arzt habe ihre Begleitung und die gemeinsamen Spanienaufenthalte geschätzt. Affären hatte er mit jungen Mädchen. Sie haben vor Gericht gesagt, Sie hätten rein geschäftliche Beziehungen gehabt. Aber das Gericht wollte Ihnen eine Liebesbeziehung unterstellen. Das Gericht wollte, dass es stinkt. Es ist aber nicht so gewesen. Ich kann nicht damit dienen. Er liebte eben blonde, schmale, wüchsige Frauen, Mädchen. Hatte er. Die Post kam zu mir, die ließ er zu mir schicken. Das wollte er in der Praxis nicht haben, vor seiner Sprechstundenhilfe und vor seiner Lebensgefährtin, Frau Kloh. Das machte er schon sehr geschickt alles. Ja, wenn ich ihn dann in die Lindwurmstraße zurückfuhr, dann wusste ich genau, dass er noch Gäste empfing. Es war immer so gegen 11, 12 waren wir da. Jeden Montag und jeden Donnerstag war das. Wenn er hier schlief, in München, in der Praxis schlief er, Lindwurmstraße. Braun hatte Vera Brühne angestellt. Für 200 Mark monatlich chauffierte sie ihn gelegentlich in München und auch nach Spanien. Von dort machte Otto Braun merkwürdige Stippvisiten. Hat er, als Sie manchmal in Spanien waren, von dort aus Reisen nach Afrika unternommen? Ja, nach Tanger fuhr er gerne. Also vielleicht dreimal gewesen, viermal gewesen. Immer für einige Tage. Und hat er Ihnen erzählt, was er dort macht? Nein. Sie haben aber mit ihm auch geschäftliche Reisen unternommen. Ja, er brachte sein Geld dorthin, in die Schweiz. Da hat er ein Konto. Vera Brühne erlebte Otto Braun als ängstlichen Mann, der bei ihren gemeinsamen Auftritten in der Münchner Szene stets eine Waffe bei sich trug und sich dauernd umsah. Das war seine Art. Ich kenne ihn nicht anders. Er hatte in der linken Gesäßtasche oder in der rechten, das kann ich jetzt nicht sagen. In einer Gesäßtasche hatte er sein Portemonnaie und in der anderen hatte seine kleine, seinen Revolver, ich glaube, Babypasta hieß er. Er sprach immer vom Babypasta. Vor wem hatte er Angst? Was machte er in Tanger? Traf er dort Geschäftsfreunde, Waffenhändler? Verdiente er so sein Geld? Das Gericht fragte nicht danach. Die Leichen Dr. Brauns und seiner Gefährtin wurden in verschiedenen Räumen des Hauses gefunden.
Die Polizei sicherte am Tatort keinerlei Spuren. Sie ging sofort davon aus, dass Otto Braun zuerst Elfriede Kloh erschossen und dann Selbstmord begangen habe. Aus dem Stand der Leichenstarre folgerte die Polizei, der Tod sei zwischen dem 15. und 17. April eingetreten. Eine Obduktion sei nicht erforderlich. Die Leichen wurden, mit Zustimmung von Brauns Sohn Günther, zur Bestattung freigegeben. Erst nach der Testamentseröffnung, Monate später, reichte Braun Junior Klage gegen Unbekannt ein. Der Grund? Braun Junior und sein Anwalt Kittel hatten erfahren, dass Vera Brühne die spanische Villa erbte. Die Leichen wurden exhumiert. In Otto Brauns Schädel fand man einen zweiten Einschuss. Also doch kein Freitod, sondern Mord. Brauns Sohn Günther, ebenfalls Arzt, hatte anfangs keine Zweifel an der Selbstmordtheorie. Nach der Testamentseröffnung mochte er nicht mehr daran glauben. Wir wollten Günther Braun für diesen Film befragen. Er lehnte ab. Das Testament lenkte den Verdacht sofort auf Vera Brühne. Das Gericht warf ihr vor, falsche Alibis beschafft zu haben. Sie verstrickte sich in Widersprüche. Die Schlinge zog sich zu, als ihre Tochter Silvia den Ermittlungsbehörden erzählte, die Mutter habe ihr die Tat gestanden. Ein gefundenes Fressen für die Fotografin. Des Mordes angeklagt von der eigenen Tochter. Warum hat sie das getan? Wollte sich die damals 20-Jährige bloß aufspiegeln? Später im Prozess, als Kronzeugin, widerrief Silvia. Doch diesmal glaubte ihr das hohe Gericht nicht. Es war der junge Gerichtsreporter Nils von der Heide, der noch vor Prozessbeginn dem Staatsanwalt die Zeugin der Anklage lieferte und damit Schlagzeilen machte. Brünes Tochter Silvia habe ihm alles erzählt. Die Mutter war's. Nils von der Heide und Silvia hatten dasselbe Internat besucht und waren sich in München wieder begegnet. Das war ein Flirt vom Internat, der war im Nachbar im Internat. Die schwärmten alle für Nils von der Heide und so auch Silvia. Silvia war ein Kind. Der ist ein hübscher Kerl, ein hübscher junger Mann. Der Nils von der Heide. Er hat ja erst in der Münchner Abendzeitung die großen Artikel geschrieben, dass gleichsam ihre Tochter habe von ihnen ein Geständnis. Er hat das alles ins Rollen. Ja, das hat Silvia auch ausgesagt und das hat er selbst auch beim Gericht bestätigt, dass die beiden sowas zusammengebastelt haben. Und da hat Silvia ihm zu ihm gesagt, dann brauchst du nicht so ein kleiner Schlattenschammes bei der Abendzeitung zu sein. Während Vera Brühne in Untersuchungshaft saß, hatte sich auch der Stern-Reporter Fred Irth an Silvia, die Zeugin der Anklage, herangemacht. Er hatte schon im Sommer 1961 den richtigen Riecher und besuchte die beiden, als die Behörden noch gar nicht offiziell ermittelten. Fred Irth schoss beschwingte Fotos von Mutter und Tochter und ließ sich das Familienalbum zeigen. Private Fotos wurden mit anklagenden Texten kombiniert. Silvia stehe im Schatten der genusssüchtigen, lebenshungrigen Mutter. Der erfolgreiche Reporter als Dompteur, er hat sie überführt. Vera Brühne frisst ihm aus der Hand. Fred Irth. Ja. Ja. Der die Silvia so behagt hat draußen, im Wagen sitzend und hat ihr Angst gemacht, hat gesagt, komm, also hat sie veranlasst, etwas zu erzählen. Und Silvia war so fantasiebegabt, die tat das gerne. Die fand das bestimmt sehr hübsch. Aber Sie haben ihn ja auch kennengelernt, Tanja. Es gab ja Fotos von Ihnen, die... Ja, ja, sicherlich. Er kam ja denn dauernd, ne? Private Fotos von Silvia vermarktet. Das Leben der Vera Brühne öffentlich zur Schau gestellt. Sie besitzt seitdem kein einziges Foto mehr aus dem Familienalbum. Quick und Stern haben sie. Ich habe nie meiner Tochter Vorwürfe gemacht. Das bringt doch nichts. Was hat das für einen Zweck, wenn ich einem Menschen Vorhaltungen mache? Den mache ich nur böse. Deswegen schweige ich lieber. So ist es doch. Die Mutter in U-Haft, von Reportern bedrängt. Wurde Silvia mit der Situation nicht fertig? Was ging in ihr vor? Sie fiel mir manchmal auf durch eine gewisse Sprunghaftigkeit und lebhafteste Fantasie. Sie hat manchmal geschwindelt, ohne dass es eigentlich einen Sinn hatte, ohne dass sie einen Vorteil davon hatte. Sie konnte keine Unterschiede machen zwischen Dichtung und Wahrheit. Das wurde zu einer gewissen Krankheit, zu einer Sucht.
Vor Gericht sagte Silvia aus, die Geschichte mit dem Schuldgeständnis der Mutter sei frei erfunden. Sie habe das nur erzählt, weil der Reporter von der Heide sie bedrängt hätte. Wir haben Nils von der Heide um ein Interview gebeten, doch er lehnte ab. Silvia kann nicht mehr erklären, warum sie die Mutter belastete. Sie starb am 5. Oktober 1990. Sie hat also das Geständnis widerrufen, aber das Gericht hat festgestellt, sie hätte beim ersten Mal die Wahrheit gesagt und der Widerruf gelte nichts. Auch das ist ungewöhnlich in einem Gerichtsverfahren. Normalerweise wird der Tochter sogar ein Zeugnisverweigerungsrecht zugestanden. Aber die Silvia wurde festgelegt auf ihre erste Aussage und ihr Widerruf wurde überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Vera Brünes Mitangeklagter Johann Fairbach wurde durch die Falschaussage eines mehrfach Vorbestraften belastet. Siegfried Schramm, dies sind Aufnahmen von 1970, saß gerade mal wieder in U-Haft. Er wurde an Weihnachten zum Schachspiel in Fairbachs Zelle gesteckt. Nachher behauptete er, Fairbach habe ihm den Mord gestanden. Das Gericht hatte keinerlei Belastungsmaterial gegen Fairbach und war auf Schramms Aussage angewiesen. Der Herr Schramm, bei dem war ich nun drin. Und der hat einen absolut unglaubwürdigen Eindruck gemacht. Und ich habe den Herrn Fairbach durchaus verstehen können, dass er während der Vernehmung des Herrn Schramm plötzlich aufgesprungen ist und geschrien hat, du Schwein. Und das hat mich eigentlich überzeugt, dass der Herr Fairbach in dem Fall recht hat. Dieser Herr Schramm hat gesagt, als er die Kerzen an dem Tannenbäumchen anzog, da wäre er sentimental geworden und hätte ihm das gestanden. Und da habe ich Einspruch erhoben und da bin ins Wort gefallen. Stellen Sie das fest. Und es ist festgestellt worden, dass Herr Fairbach nie ein Tannenbäumchen gekauft hat. Das ist der hundertprozentige Beweis, dass es eine Lüge war von Herrn. Das Wort Lüge brauche ich nicht. Aber in dem Fall muss ich sagen, das ist eine notorische Lüge von Herrn Schramm gewesen. Dass Herr Fairbach da sentimental geworden ist beim Anzünden seines Tannenbäumchens, was gar nicht vorhanden war. Außerdem war Schramm ein eigens angesetzter Polizeispitzel. Der war bereits 8-mal vorbestraft, 4-mal wegen Betrugs. Und kurz nach dem Urteil im Brüne-Fairbach-Prozess wurde auch das Urteil über diesen Schramm gefällt. Und der vorsitzende Richter sagte, Schramm ist ein Hochstapler, ein für die Justiz gefährlicher Intelligenzverbrecher mit einer für die Rechtsordnung gefährlichen Lust zum Lügen. Das Urteil legt den 14. April 19.45 Uhr als Tatzeit fest, obwohl die Polizei einen Zeitraum zwischen dem 15. und 17. April angegeben hatte. Für diese Tage aber hatte Vera Brüne ein Alibi. Für den 14. dagegen nicht. Da am Tatort keinerlei Spuren gesichert worden waren, konnte das Gericht behaupten, was es wollte. Was am Tatort versäumt wurde, kann niemals später nachgeholt werden. Im Fall Brüne-Fairbach wurde alles das, was am Tatort versäumt worden war und was nie nachgeholt werden konnte, in freier Erfindung der Polizeibeamten konstruiert. Der Freiburger Gerichtsmediziner Professor Balduin Forster erklärte, der vom Schwurgericht bestimmte Todeszeitpunkt sei falsch. Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass Otto Braun und Elfriede Kloh erst 2 Tage nach diesem Zeitpunkt gestorben sind. Als Beweis für die genaue Tatzeit diente dem Gericht die Uhr des Toten. Sie war 1 Jahr nach dem Mord von Braun Junior ins Verfahren eingebracht worden. Die Polizei hatte sie dem Sohn am Tatort übergeben. Folglich hätte sie als Beweismittel gar nicht mehr zugelassen werden dürfen, denn in einem Jahr konnte viel mit ihr passiert sein. Günter Braun behauptete, die Uhr habe damals 20.45 Uhr angezeigt. Sie sei beim Sturz beschädigt worden und noch eine Stunde weitergegangen. Beweisen ließ sich das nicht. Johann Fairbach und Vera Brüne hatten keine Chance auf ein gerechtes Verfahren. Offensichtliche Widersprüche wurden beiseite gewischt. Was Braun Junior sagte, schien laut Gericht glaubhaft. Was die Angeklagten vorbrachten, grundsätzlich nicht. Weiteres Beispiel, ein sogenannter blauer Brief, den Elfriede Kloh, so heißt es im Urteil, kurz vor ihrem Tod gelesen hat. Das ist die Unwahrheit und das Gericht wusste es. Doch es sagte, Vera Brüne habe den Brief getippt, mit Brauns gefälschter Unterschrift versehen und darin einen Dr. Schmitz genannt, als Käufer der spanischen Villa.
Als Dr. Schmitz sei dann Fehrbach aufgetreten, der von Elfriede Kloh eingelassen wurde. Gehen Sie davon aus, dass Herr Dr. Braun den geschrieben hat? Ja, nehme ich doch an. Wer denn sonst? Hat er denn manchmal auf dieser... Wer soll denn den sonst geschrieben haben an Frau Kloh? Ja, ist doch klar. Hat Herr Dr. Braun manchmal in Ihrer Wohnung in der Kaulbachstraße auf dieser alten Schreibmaschine geschrieben? Ja, das kam schon mal vor. Das kam schon mal vor, wenn er eilige Post zu erledigen hatte, die ihn noch erreicht hatte, bevor er wegging. Das war schon mal drin. Dann holte ich immer bei dem Untermieter Peter Heul die Schreibmaschine. Das heißt, der heißt Günther Heul, aber er wurde Peter Pitt, wurde er genannt. Heul, die Schreibmaschine, so ein altmodisches Ding, das trug ich ihm dann rein ins Wohnzimmer. Und dann tippte er mit zwei Fingern sehr heilig, sehr eilig, sehr schnell und gewandt. Der sogenannte blaue Brief, ein Brief, der fast 7 Monate alt war, von dem das Gericht behauptet, er sei auf einem Tisch abgelegt gewesen und die Brille der Elfriede Kloh hätte darauf gelegen. Das stimmte aber gar nicht, sondern im Polizeiprotokoll steht drin, dass auf der Suche nach irgendeinem Hinweis oder Hinterlassenschaft von Dr. Braun ein Polizeibeamter die Schubladen des Sekretärs geöffnet hätte und dabei den blauen Brief entdeckt hätte, weil der aber schon 7 Monate alt gewesen sei und niemand etwas damit anfangen konnte, sei dieser Brief eben zur Seite gelegt worden und nicht weiter beachtet worden. Von dort hat ihn der Sohn von Dr. Braun an sich genommen, obwohl er gerichtet war an Elfriede Kloh, hat also der Günther Braun den Brief an sich genommen. Und er hat diesen Brief dann in das Gerichtsverfahren eingeführt, auch mit dem Namen Dr. Schmitz und der Vermutung, dass der Johann Fehrbach als Einlass diesen Brief benutzt habe und sich als Dr. Schmidt ausgegeben habe. Dafür hat er als Zeugin die Sprechstundenhilfe Renate Meyer angeführt. Renate Meyer, Sprechstundenhilfe zuerst bei Otto Braun, dann beim Sohn Günther. Renate Meyer spielte eine Schlüsselrolle in der Anklage. Sie behauptete, Vera Brühne und der ominöse Dr. Schmitz seien am Mordtag mit Otto Braun um 19.45 Uhr in Pöcking verabredet gewesen. Renate Meyer und ihr Freund waren als Erste am Tatort. Auf ihrer Aussage basierte auch das angebliche Mordmotiv, dass nämlich Dr. Braun die spanische Villa verkaufen wollte, um Vera Brühne loszuwerden. Erst durch diese Aussagen passte alles so lückenlos zusammen, auch wenn nichts bewiesen war. 7 Jahre danach sagt ein Journalist Renate Meyer auf den Kopf zu, sie habe vor Gericht gelogen. In die Enge getrieben will sie alles widerrufen, doch bevor sie widerrufen kann, ist sie tot. Und dann haben wir uns da getroffen, dann 3 Tage vor ihrem Tod. Und da hat sie mir das eigentlich zugestanden, dass sie eben, und das war der wichtige Satz für mich, der Herr Fehrbach hat es nicht getan. Die Renate Meyer ist am 31. Januar 1969 in München ins Krankenhaus eingeliefert worden, und zwar von dem Arzt Günther Braun. Merkwürdigerweise gibt es keine Aufnahmebelege, und sie ist dann in der Nacht noch gestorben am 1. Februar 1969. Und eine Obduktion hat nicht stattgefunden. Die Leiche wurde kurz darauf verbrannt und eingeäschert. Peter Anders fand dann doch einen Beleg für Renate Meyers Einweisung ins Krankenhaus. Wenn ihr plötzlicher Tod etwas mit dem Fall Brühne zu tun hatte, dann musste, so nahm Peter Anders an, die Spur zu Günther Braun führen. Der war im Mordprozess Nebenkläger und hatte entscheidenden Einfluss auf die Indizienkette, zusammen mit Renate Meyer. Peter Anders gab sich bei seinen weiteren Recherchen als Versicherungsagent aus. Da habe ich ihn angerufen und habe gesagt, dass ich eben einen Brief zurückbekam, mit dem Vermerk Empfänger verstorben. Und ich hätte aus den Akten gelesen, aus den Versicherungsanträgen, dass er der Hausarzt war. Er sagte, ja, das stimmt, ist verstorben, aber ich war nicht der Hausarzt. Gut, sage ich, und was mich natürlich interessiert, war die Frau vor Abschluss ihrer Lebensversicherung, was interessiert an Versicherung, krank oder irgendwie in der nächsten letzten Zeit, das heißt, ich kann sie beruhigen, sagt er wortwörtlich. Diese Frau war kerngesund bis zu ihrem Tod. Sehr schön.
Und dann habe ich gesagt, ich möchte, brauche natürlich einen, den behandelnden Arzt, ja, der auch den Tod festgestellt hat. Und er sagte, das war ich. Günter Braun hatte nach dem Tod des Vaters die Praxis in der Lindwurmstraße und die Sprechstundenhilfe Renate Meyer übernommen. Verständlich also, dass er sich um sie kümmerte. Doch warum so heimlich, ohne offizielle Einlieferung? Und warum die Einäscherung im katholischen Bayern? War es kein natürlicher Tod? Musste Renate Meyer sterben, weil sie auspacken wollte? Wen hätte ihr Widerruf in Gefahr gebracht? Hatte sie bei ihrer Aussage vor Gericht im Auftrag irgendwelcher Hintermänner agiert? Das Düsseldorfer Landeskriminalamt fand heraus, Renate Meyer könnte Geheimdienstkontakte gehabt haben. Kritiker des Richterspruchs gegen Vera Brühne gingen an die Öffentlichkeit. Selbst das Testament, nach dem sie die spanische Villa erben sollte, war im Urteil falsch zitiert. Dieses Testament, Absatz 4, ist um 4/5 gekürzt und dennoch, Doppelpunkt, Anführungszeichen, als wörtlich zitiert worden. Ich brauche Herren Juristen nicht zu sagen, dass in einem Testament nicht einmal ein Beistrich geändert werden kann. Geschweige denn der entscheidende Teil, denn zitiert ist, dass Dr. Braun seinen Besitz der Frau Vera Brühne vererbt. Weggelassen ist, dass er ihn mit der Kondition vererbt, dass als Nacherbe sein Sohn auftritt. Die bayerische Justiz wehrte sich gegen den Vorwurf, politisch unter Druck gesetzt worden zu sein. Ich erkläre also hiermit mit allem Nachdruck, dass die Vermutung, die bayerische Justiz wolle mit ihrem Verhalten in der Sache Brühne-Fehrbach irgendjemand, wer es auch immer sei, abdecken, jeder, aber auch jeder Grundlage entbehrt. Zweifel sind dennoch angebracht. Das Schwurgericht war von Anfang an auf Vera Brühne und Johann Fehrbach fixiert und verfolgte keine Spur, die einen anderen Schluss zugelassen hätte. Dabei war ihm bekannt, dass der getötete Otto Braun eine schillernde Vergangenheit hatte, dass ihm Kontakte zu Geheimdiensten und Waffenhändlern nachgesagt wurden, dass er mehr Geld ausgab, als er durch seine Praxis verdiente. 5 Jahre schon sitzt Vera Brühne in Haft, da betritt ein Mann mit einer sensationellen Geschichte die Bühne. Der Belgier Roger Hentges, ein Agent des Bundesnachrichtendienstes. Er hatte Bestechungsgelder von Rüstungskonzernen überbracht, an Politiker und an Verbindungsmänner wie Otto Braun. Anfang der 60er Jahre steigt Hentges aus und handelt seither mit Süßwaren. Dr. Otto Braun war vor dem Weltkrieg und während des Weltkrieges Angehöriger der Reichssicherheitshauptamt in München. Und ich habe in 1958 Herr Dr. Otto Braun kennengelernt und er arbeitete seit längerer Zeit für die Bundesnachrichten genau wie ich. Ich habe im Auftrag meiner Auftraggeberin in Paris an Herrn Dr. Otto Braun in mehrmalige Auszahlungen etwa 300.000 D-Mark überreicht. Es war 4,5 Stunden nach der angeblichen Tatzeit, habe ich mit Herrn Dr. Otto Braun noch gesprochen in seiner Wohnung in Peking, in Anwesenheit von Herrn Oberstleutnant Werner Reppening und Herrn Oberstleutnant Schröder. Der Ex-Agent schildert den Tatablauf. Ich ging alleine auf das Haus von Dr. Braun zu. In der Dunkelheit sah ich die Umrisse des Dr. Braun, der mir entgegenkam. Nach der Begrüßung gingen wir auf dessen etwa 20 Meter entfernt liegendes Haus zu. Dr. Braun machte einen Schritt vor, um die Haustüre aufzuschließen. Er kam nicht dazu, denn er erschrak sichtlich, als plötzlich hinter mir die beiden Herren auftauchten und auf das Haus zugingen. Dr. Braun zog eine Pistole aus der Manteltasche und schoss in Richtung auf meine beiden Begleiter. Sofort nach Abgabe des Schusses schlug der eine Offizier Dr. Braun die Pistole aus der Hand, bückte sich und nahm sie auf. Während er sich bückte, fasste mich der Adjutant von Strauß am Arm und sagte: »Kommen Sie, Hentges, schnell weg!« Wir gingen zum PKW. Der eine Offizier blieb alleine zurück. Nach 10 Minuten kam er mit den Worten: »Dem habe ich aber Bescheid gesagt.« Reppening war Referent des damaligen Verteidigungsministers Strauß. Doch wer war Schröder, der Offizier, der laut Hentges zurückblieb und Braun erschossen haben soll? Braun habe mehr Geld für seine Vermittlerdienste im Waffengeschäft verlangt, behauptete Hentges. Er sollte zur Raison gebracht werden. Doch was hatte Strauß damit zu tun? Eine abenteuerliche Geschichte. 4 Jahre später wird auch der damalige Kanzleramtsminister Ehmke mit den merkwürdigen Verstrickungen des Falles Brühne konfrontiert. Der Nachmittag, an dem Ehmke in Pullach war,
und Akteneinsicht haben wollte, war derselbe Tag, an dem abends in der Bayerischen Landesvertretung in Bonn ein Empfang stattfand. Und Ehmke kam also direkt von Pullach und ging noch zu diesem Empfang. Und da ging Franz Josef Strauß auf ihn zu und sagte ihm, wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist, dann lassen Sie die Finger von der Geschichte in Peking. Strauß sah sich, warum auch immer, nach den Enthüllungen des Ex-Agenten Hentges genötigt, diese eidesstattliche Erklärung abzugeben. Er habe nicht das Geringste mit den Morden an Dr. Braun und Frau Kloh zu tun. Weder unmittelbar noch mittelbar. Wer sich entschuldigt, klagt sich an, sagt man immer, ne? Kannten Dr. Braun und Franz Josef Strauß sich? Ja, ich hatte den Eindruck. Aber Sie haben sie... Haben Nein, ich habe Herrn Dr. Strauß nicht kennengelernt. Mhm. Aber hat Herr Braun davon gesprochen, oder? Ja, er liebte ihn, er schätzte ihn sehr. Roger Hentges sollte schnell begreifen, dass niemand ungestraft den BND oder gar Franz Josef Strauß ins Gerede bringen darf. Er entging nur durch Zufall einem Anschlag auf sein Leben. Mehrere Kollegen aus der Agentenzeit, die seine Glaubwürdigkeit stützten, kamen auf mysteriöse Weise zu Tode. Nachdem in Sachen Brüne immer mehr Dinge ans Tageslicht gekommen sind, er hat dann gesehen, dass plötzlich in seiner Umgebung Leute, frühere Freunde, plötzlich zu Tode kommen, weil sie zu viel wussten. Also der eine ist dann in einem Wäldchen bei Pullach vergiftet aufgefunden worden, der andere hat sich dann im Wald verirrt und man weiß nicht, was mit ihm geschehen ist, ein anderer soll Selbstmord begangen haben. Und diese Morde konnten geschehen, ohne dass den Leuten irgendwas passiert ist, ohne dass die Mörder irgendwie verfolgt worden sind. Das heißt, hier konnten Leute mit totaler Straflosigkeit vorangehen und Zeugen zum Schweigen bringen. Und er hat Angst gehabt, dass er auch irgendwann zum Schweigen gebracht werden würde, denn er wusste sehr viel. Hentges hat eindeutig Sonnemann und mir gegenüber deutlich gemacht, und das war kein Bluff. Natürlich weiß er, wer Schröder ist. Aber er hat das nicht gesagt, natürlich. Er hat mir gegenüber den Namen nicht genannt, nein. Büßte Vera Brühne für einen Mord, den andere begangen hatten? Ist sie das Opfer eines Politkrimis? Juristisch bewegte sich nichts. Das Gericht lehnte insgesamt 8 Wiederaufnahmeanträge ab. Argumente zählten nicht. Dabei stimmte so gut wie nichts an dem Urteil. Bei aufmerksamer Lektüre brach das Kartenhaus aus falschen Zeugenaussagen und zweifelhaften Indizien in sich zusammen. Ich bin kein Freund von Verschwörungstheorien, aber der Vorsitzende Richter hat damals sehr genau gewusst, dass es Geldtransaktionen gegeben hat, die sich um Braun herumgedreht haben. Wie stark dann der Einfluss war, politisch jetzt von Seiten der CSU in Bayern oder des BND, das kann ich nicht genau abwägen. Aber spätestens mit dem Eintritt des Verteidigers Pelka und auch Moser waren Garanten in das Verfahren gekommen, die den politischen Hintergrund raushalten sollten. Dieser Prozess sollte unpolitisch im engeren Sinne gehalten werden. Es sollte ein Prozess sein, in dem es um Vögeleien ging, um den es um die Reichen oder die weniger Reichen ging, um den Karrieretraum einer blonden Frau und ihres proletarischen Partners. Verbirgt sich also hinter dem Fall Vera Brühne etwas ganz anderes? Die Geschichte einer Abrechnung unter Freunden der CSU und des BND, die sich noch aus Nazi-Zeiten kannten? Braun war einer von ihnen, bis zu dem Tag vielleicht, an dem er irgendeinen Fehler beging. Auch General Achim Oster gehörte dazu. Ihn bat Karl-Heinz Kern um Fürsprache im Fall Brühne bei Strauß. Er wandte sich auch an den damaligen BND-Chef Gerhard Wessel, der angeblich eine Akte zum Fall Brühne hatte. Ich bin also deswegen bei Wessel in Pullach gewesen, habe mit ihm gesprochen und habe dann auch versucht, über andere Kanäle Einfluss zu nehmen. Über den Friedrich Großkopf habe ich dann den Kontakt zu dem Achim Oster bekommen. Und Achim Oster hat wohl mit Franz Josef Strauß gesprochen. Und das Ergebnis war dann, die Dame muss brummen. Und das hat er im April 1979 so wörtlich an Friedrich Großkopf geschrieben. Und im selben Jahr 79 kam dann doch die Begnadigung. Warum entließ Ministerpräsident Strauß Vera Brühne nun doch aus der Haft?
Es gibt eine abenteuerliche Erklärung. Peter Anders bekam, so behauptet er, eines Tages einen sonderbaren Anruf. Er hat also, vorgestellt, nicht als Herr Strauß, also nicht gesagt, ich bin der Ministerpräsident, aber das ist eine Stimme, die hören Sie aus tausenden von Leuten heraus. Und er hat auch Wort gehalten. Die Frau wurde begnadigt, und zwar ohne Begründung, aber sie wurde begnadigt. Er behauptet, Strauß habe ihm vorgeschlagen, wenn er sein Buch über die Brüne um 15 Jahre zurückstelle, käme sie frei. Anders akzeptierte. Ich könnte mir vorstellen, dass Strauß, der in München als Ministerpräsident anfing, also neu kam, Ruhe haben wollte. Und dieses Buch hätte Unruhe gebracht. Vera Brüne, Opfer eines Komplotts, bei dem sich die Gesetzeshüter politischem Druck beugten? Diese Frage stellte sich Vera Brünes inzwischen verstorbener Verteidiger. Mich hat schon als junger Anwalt, der ich mit diesem Verfahren zu tun hatte, überrascht, mit welcher Vehemenz maßgebliche Leute unserer Republik mir damals als sehr jungem Anwalt gesagt haben, sie können sich alle Mühe geben, das Verfahren Brüne wird nicht wieder aufgenommen. Ich habe mich damals gewundert, woher diese Herren die Sicherheit nahmen. Die Staatskanzlei in München. Zu Strauß' Zeiten reichten die Fühler der Macht sehr weit. Da die Richter alle noch so begründeten Wiederaufnahmebegehren hartnäckig ablehnten, liegt der Verdacht politischer Einflussnahme nahe. Selten hat ein Urteil so heftige öffentliche Kritik ausgelöst. Es hätte einer erneuten juristischen Überprüfung gewiss nicht standgehalten. Doch für die Münchner Richter gab es kein Zurück. Der Fall Vera Brüne ist nicht zu Ende erzählt. Im Namen des Volkes ergeht Urteil. Fehrbach Johann, geboren am 9.8.1913 in Köln, verwitweter Montageschlosser, deutscher Staatsangehöriger, wohnhaft in Köln. Zweitens Brüne Vera Maria, geborene Kohlen, geboren am 6.2.1910 in Essen-Grei, geschiedene deutsche Hausfrau, wohnhaft in München, sind schuldig. Zweier in Mittäterschaft begangener Verbrechen des Mordes. Sie werden zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Ich war zutiefst erschüttert. Ich konnte geistig nicht folgen. Ich glaubte das nicht. Ich hielt es für unmöglich. Ich dachte, ich bin nicht da. Ich habe mich auch nachher immer kneifen müssen, um zu wissen, dass ich lebe, dass ich es wirklich bin. Es war entsetzlich, es war tragisch, es war schlimm. 4. Juni 1962. Das Urteil. Es war der spektakulärste Mordprozess der Nachkriegsgeschichte. Das Unfassbare war eingetreten. Ich habe das nicht getan. Wie kann man denn einen Menschen unschuldig hinter Gitter schicken? Ja.
Der Arzt Otto Braun und seine Lebensgefährtin Elfriede Kloh waren 2 Jahre zuvor in Pöcking am Starnberger See in Brauns Haus tot aufgefunden worden. Vera Brühne und ihr Bekannter Johann Ferbach hätten, so urteilte das Gericht, die Morde begangen, um sich in den Besitz von Brauns spanischer Villa an der Costa Brava zu bringen. Otto Braun wollte Vera Brühne dieses 70.000 Quadratmeter große Anwesen vererben. Vera Brühne wurde in das Frauengefängnis Eichach gesteckt. Lebenslänglich. Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte. Sie war zu diesem Zeitpunkt 52 Jahre alt. Aufgewachsen in gut bürgerlichem Milieu. Ihr Vater einst Oberbürgermeister von Essen-Krai. 18 Jahre später, im Dezember 1979, wurde sie begnadigt. Sie kam frei, doch ihr Leben war zerstört. Ich war allein in der Zelle. Ich bin auch nicht so ausgerückt, wie man das nennt, in einen Saal, wo die Leute zum Schneidern oder zur Bücherei abgeholt werden. Nicht wahr? Also ich war immer in meiner Zelle alleine für mich, 18 Jahre. Der Urteilsspruch hatte ihren Stolz verletzt. Nun wollte sie die Welt mit Verachtung strafen, auch wenn dies nur in den Mauern des Gefängnisses möglich war. Dabei gab es Menschen, die sich für Vera Brühne engagierten, weil sie das Gerichtsurteil für falsch hielten. Zu ihnen gehörte auch der berühmte Engel der Gefangenen. Ja, wie die Tür aufging und sie reinkam, war es absolut eine Dame, die hineinkam. Das Gefängniskleid wurde so getragen von ihr, irgendwie in ihrer Haltung, dass es also wie ein Kleid aus Paris erschien. Sie war absolut nicht so wie die anderen Gefangenen, die oft sehr bedrückt waren und das Grau des Gefängnisses hatte oft abgefärbt. Sie gab eine Audienz. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwie jetzt etwas Besonderes sei, sondern es war eine Gnade, dass sie mich empfing. Aber andererseits war sie auch sehr herzlich und sehr froh, dass ich überhaupt kam. War Vera Brühne schuldig? Nebenklägeranwalt Konrad Kittel. Ja, eindeutig und ohne jeden Zweifel. Erwin Tochtermann schrieb damals für die Süddeutsche Zeitung über den Prozess. War Vera Brühne schuldig? Das ist eine sehr schwere Frage. Also ich bin nicht überzeugt davon, dass sie schuldig ist. Aber ich könnte auch nicht sagen, dass sie meiner Ansicht nach unschuldig ist. Hat sie es getan? Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Karl-Hans Kern. Nein. Ich bin also der Meinung, dass hier Dinge geschehen sind, die versucht werden, nicht an die Öffentlichkeit gebracht zu werden. 38 Jahre danach. Martin Amelung war bei der Verteidigung Johann Ferbachs dabei. Hält er die beiden für schuldig? Das ist eine Glaubensfrage. Und ich habe ja nur an der Sache sehr indirekt und in einer Nebenrolle mitgewirkt, als ich Referendar war. Und ich hatte seinerzeit den Eindruck, dass Ferbach in jedem Falle nicht schuldig ist. Ganz München war außer Atem damals. Auch der Lokalreporter bei der Abendzeitung Arne Beuer. Ist Vera Brühne schuldig? Das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Ich weiß es einfach nicht. Ich bin nur zutiefst überzeugt, dass das Gericht sie nicht hätte verurteilen können aufgrund der Beweislage. Der Prozess gegen Vera Brühne und Johann Ferbach fesselte die Öffentlichkeit. Jeden Morgen drängten sich Hunderte Schaulustiger vor dem Gerichtsgebäude. Beide Angeklagten, selbst der für die Menge weniger interessante Johann Ferbach, mussten unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen zum Gericht gebracht werden. Allzu groß war das Bedürfnis, die beiden verurteilt zu sehen. Der Montageschlosser Johann Ferbach wirkte so, als sei er auf der falschen Veranstaltung, als handle es sich bei ihm um eine Verwechslung. Vera Brühne, Objekt der Begierde und des Hasses zugleich, gejagt von den Medien. Bevor sie im Gericht den Blicken entweichen kann, wird sie noch einmal aufgehalten. Für ein Pressefoto. Ich
Verbittert über die Sensationsgier der Presse hat Vera Brühne fast 20 Jahre geschwiegen. Zum ersten Mal erklärt sich die heute 90-Jährige bereit, über ihre Verurteilung zu sprechen. Es war ja die Presse schuld, die ja, der Stern hat doch diese ganze Story überhaupt ins Rollen gebracht, bis der Bonner Presserat auftrat und das untersagte. Die nächste Folge hieß schon Frau Veras Geständnis. Das ist es ja, dass der Stern vorher mit zwei Personen, Vera Brühne und Hans Färber oder Johann Färber, eine Story erfand. Und davon konnten sich ja auch die Richter nicht befreien, von dieser Story. Ich war vorverurteilt, wie ich den Gerichtssaal betrat. Bereits ein halbes Jahr vor Prozessbeginn schrieb der Stern, dass allein die genusssüchtige Vera Brühne, wie es hieß, ein Mordmotiv gehabt habe, die spanische Millionenvilla. Quick und Münchner Abendzeitung standen dem Stern in nichts nach. Sie behaupteten, erdrückende Beweise zu haben. Vera Brühne sei die Mörderin aus reiner Geldgier. Quick zeigte sie im Leopardenfellkleid, lasziv. Dass es sich um die Anprobe für ein Kostümfest handelte, stand nicht dabei. Stern-Journalist Fred Irt gab vor, er habe den Fall bis zur prozessreifen Gewissheit recherchiert. Vera Brühne sei schuldig, ihre Tochter Silvia habe es ihm selbst erzählt. Auch die biederen Hausfrauen auf den Gerichtsgängen hatten längst ihr Urteil gefällt. Diese Frau war des Teufels. Die Frauen waren ja geradezu hysterisch, zum Teil aus Neid, weil Vera Brühne sehr gut aussah. Ein angeblich sehr flatterhaftes Leben geführt hatte, was bei genauerer Hinsicht überhaupt nicht stimmte. Erste Sensation war eine Frau als Mörderin. Zweitens wurde sie als geldgierig hingestellt und drittens spielte natürlich dann auch am Rande die Sexualität eine gewisse Rolle oder die Erotik, wenn man das damals war, das ist ja noch nicht so offen. Und diese Kriterien sind immer gut für einen schönen Sensationsprozess, um die Spalten zu füllen. Es war ein Mammutprozess. Er dauerte 22 Tage. Über 100 Zeugen wurden verhört. Niemand hatte die Tat gesehen. Das Gericht stützte sich deshalb auf Indizien und belastende Aussagen Dritter, um Vera Brühne und Johann Färbach schuldig sprechen zu können. Die beiden kannten sich aus dem Kriege. Färbach hatte Vera Brühne und ihre Tochter Silvia aus den Trümmern gerettet. Rechtsanwalt Konrad Kittel trat als Nebenkläger für Günther Braun auf, den Sohn des ermordeten Arztes. Am Ende stand der Schuldspruch. Während das Urteil verlesen wurde, verharrte Vera Brühne wie betäubt. Kein Wort habe sie damals verstanden, erklärt sie heute. Ich bin unschuldig, soll sie ausgerufen haben, aber daran kann sie sich nicht mehr erinnern. Hin und wieder kommt immer das Grauen, das nenne ich das Grauen, das mich überfällt, was mich niederdrückt, was mich schlimm auf den Boden wirft, weil ich es nicht verstehen kann. Immer wieder das Warum, warum passiert dir so etwas? Was ist die Voraussetzung für so ein furchtbares Leben? Lebenslänglich im Zuchthaus. Für eine Tat, die beide Verurteilten entschieden bestritten. Vera Brühne kam nach 18 Jahren frei. Johann Färbach starb am 21. Juni 1970 in seiner Zelle. Der Tatort. Pöcking am Starnberger See. Brauns exklusiver Zweitwohnsitz vor den Toren Münchens. Zu seiner Villa gehörte ein 10.000 Quadratmeter großes Hanggrundstück. Otto Braun verbrachte hier mehrere Tage in der Woche. Seine Arztpraxis in München war geöffnet. Hier waren am 19. April 1960 die Leichen Dr. Brauns und seiner Lebensgefährtin gefunden worden. Otto Braun, bei seinem Tode 65 Jahre alt, lebte auf großem Fuß von Geld, das er nicht durch seine Praxis verdiente, sondern auf andere Weise. Elfriede Kloh, seine Lebensgefährtin, wohnte seit 17 Jahren mit ihm zusammen. 1957 hatte Braun Vera Brühne kennengelernt. Er reiste mit ihr jedes Jahr zu seinem spanischen Besitz, den sie für ihn verwaltete. Wussten Sie denn, dass Dr. Braun Ihnen die Villa vererben wollte? Ja, das wusste ich. Das macht er jeden an seinem Geburtstag jedes Jahr erneut. Und da habe ich oft gelacht und habe gesagt, du kannst das, wenn du das jetzt hier mir großzügig vermachst,
Eine halbe Stunde später kannst du das Ganze zerreißen. Dann ist es wieder hinfällig. Dann hast du wieder Grund, am nächsten 28. April das erneut zu schreiben. Laut Gerichtsurteil hatte Braun die spanische Villa verkaufen wollen, um Vera Brühne loszuwerden. Brauns Sprechstundenhilfe Renate Meyer behauptete dies. Vera Brühne habe Braun von Fairbach ermorden lassen, um die Villa trotzdem zu erben. Alles Unsinn, beteuert Vera Brühne. Der Arzt habe ihre Begleitung und die gemeinsamen Spanienaufenthalte geschätzt. Affären hatte er mit jungen Mädchen. Sie haben vor Gericht gesagt, Sie hätten rein geschäftliche Beziehungen gehabt. Aber das Gericht wollte Ihnen eine Liebesbeziehung unterstellen. Das Gericht wollte, dass es stimmt. Es ist aber nicht so gewesen. Ich kann nicht damit dienen. Er liebte eben blonde, schmale, wüchsige Frauen, Mädchen. Hatte er. Die Post kam zu mir, die ließ er zu mir schicken. Das wollte er in der Praxis nicht haben, vor seiner Sprechstundenhilfe und vor seiner Lebensgefährtin, Frau Klo. Das machte er schon sehr geschickt alles. Ja, wenn ich ihn dann in die Lindwurmstraße zurückfuhr, dann wusste ich genau, dass er noch Gäste empfing. Es war immer so gegen 11, halb 12 waren wir da. Jeden Montag und jeden Donnerstag war das. Wenn er hier schlief in München, in der Praxis schlief er, Lindwurmstraße. Braun hatte Vera Brühne angestellt. Für 200 Mark monatlich chauffierte sie ihn gelegentlich in München und auch nach Spanien. Von dort machte Otto Braun merkwürdige Stippvisiten. Hat er, als Sie manchmal in Spanien waren, von dort aus Reisen nach Afrika unternommen? Ja, nach Tanger fuhr er gerne. Das ist vielleicht dreimal gewesen, viermal gewesen. Immer für einige Tage. Und hat er Ihnen erzählt, was er dort macht? Nein. Sie haben aber mit ihm auch geschäftliche Reisen unternommen. Ja, in ob er da... In die Schweiz und so, wie... Ja, er brachte sein Geld dorthin, in die Schweiz. Da hat er ein Konto. Vera Brühne erlebte Otto Braun als ängstlichen Mann, der bei ihren gemeinsamen Auftritten in der Münchner Szene stets eine Waffe bei sich trug und sich dauernd umsah. Das war seine Art. Ich kenne ihn nicht anders. Er hatte in der linken Gesäßtasche oder in der rechten, das kann ich jetzt nicht sagen. In einer Gesäßtasche hatte er sein Portemonnaie und in der anderen hatte er seinen Revolver, ich glaube, Baby Pasta hieß es. Er sprach immer vom Baby Pasta. Vor wem hatte er Angst? Was machte er in Tanger? Traf er dort Geschäftsfreunde, Waffenhändler? Verdiente er so sein Geld? Das Gericht fragte nicht danach. Die Leichen Dr. Brauns und seiner Gefährtin wurden in verschiedenen Räumen des Hauses gefunden. Die Polizei sicherte am Tatort keinerlei Spuren. Sie ging sofort davon aus, dass Otto Braun zuerst Elfriede Klo erschossen und dann Selbstmord begangen habe. Aus dem Stand der Leichenstarre folgerte die Polizei, der Tod sei zwischen dem 15. und 17. April eingetreten. Eine Obduktion sei nicht erforderlich. Die Leichen wurden, mit Zustimmung von Brauns Sohn Günther, zur Bestattung freigegeben. Erst nach der Testamentseröffnung, Monate später, reichte Braun Junior Klage gegen Unbekannt ein. Der Grund? Braun Junior und sein Anwalt Kittel hatten erfahren, dass Vera Brühne die spanische Villa erbte. Die Leichen wurden exhumiert. In Otto Brauns Schädel fand man einen zweiten Einschuss, also doch kein Freitod, sondern Mord. Brauns Sohn Günther, ebenfalls Arzt, hatte anfangs keine Zweifel an der Selbstmordtheorie. Nach der Testamentseröffnung mochte er nicht mehr daran glauben. Wir wollten Günther Braun für diesen Film befragen. Er lehnte ab. Das Testament lenkte den Verdacht sofort auf Vera Brühne. Das Gericht warf ihr vor, falsche Alibis beschafft zu haben. Sie verstrickte sich in Widersprüche. Die Schlinge zog sich zu, als ihre Tochter Silvia den Ermittlungsbehörden erzählte, die Mutter habe ihr die Tat gestanden. Ein gefundenes Fressen für die Fotografen. Des Mordes angeklagt von der eigenen Tochter. Warum hat sie das getan? Wollte sich die damals 20-Jährige bloß aufspielen? Später im Prozess, als Kronzeugin, widerrief Silvia. Doch diesmal glaubte ihr das hohe Gericht nicht. Es war der junge Gerichtsreporter Nils von der Heide, der noch vor Prozessbeginn dem Staatsanwalt die Zeugin der Anklage lieferte und damit Schlagzeilen machte. Brünes Tochter Silvia habe ihm alles erzählt. Die Mutter war's.
Nils von der Heide und Silvia hatten dasselbe Internat besucht und waren sich in München wieder begegnet. Das war ein Flirt vom Internat, der war im Nachbar im Internat. Die schwärmten alle für Nils von der Heide und so auch Silvia. Silvia war ein Kind. Der ist ein hübscher Kerl, ein hübscher junger Mann, der Nils von der Heide. Er hat ja erst in der Münchner Abendzeitung die großen Artikel geschrieben, dass gleichsam ihre Tochter habe von ihnen ein Geständnis. Er hat das alles ins Rollen. Ja, das haben die, das hat Silvia auch ausgesagt und das hat er selbst auch beim Gericht bestätigt, dass die beiden sowas zusammengebastelt haben. Und da hat Silvia ihm zu ihm gesagt, dann brauchst du nicht so ein kleiner Schlattenschammes bei der Abendzeitung zu sein. Während Vera Brühne in Untersuchungshaft saß, hatte sich auch der Stern-Reporter Fred Irt an Silvia, die Zeugin der Anklage, herangemacht. Er hatte schon im Sommer 1961 den richtigen Riecher und besuchte die beiden, als die Behörden noch gar nicht offiziell ermittelten. Fred Irt schoss beschwingte Fotos von Mutter und Tochter und ließ sich das Familienalbum zeigen. Private Fotos wurden mit anklagenden Texten kombiniert. Silvia stehe im Schatten der genusssüchtigen, lebenshungrigen Mutter. Der erfolgreiche Reporter als Dompteur, er hat sie überführt. Vera Brühne frisst ihm aus der Hand. Fred Irt. Ja. Ja. Der die Silvia so behagt hat draußen, im Wagen sitzend, und hat ihr Angst gemacht, hat gesagt, komm, also hat sie veranlasst, etwas zu erzählen. Und Silvia war so fantasiebegabt, die tat das gerne. Die fand das bestimmt sehr hübsch. Aber Sie haben ihn ja auch kennengelernt, es gab ja Fotos von Ihnen, die... Ja, ja, sicherlich. Er kam ja denn dauernd, ne? Private Fotos von Silvia vermarktet. Das Leben der Vera Brühne öffentlich zur Schau gestellt. Sie besitzt seitdem kein einziges Foto mehr aus dem Familienalbum. Quick und Stern haben sie. Ich habe nie meiner Tochter Vorwürfe gemacht. Das bringt doch nichts. Was hat das für einen Zweck, wenn ich einem Menschen Vorhaltungen mache? Den mache ich nur böse. Deswegen schweige ich lieber. So ist es doch. Die Mutter in U-Haft, von Reportern bedrängt. Wurde Silvia mit der Situation nicht fertig? Was ging in ihr vor? Sie fiel mir manchmal auf durch eine gewisse Sprunghaftigkeit und lebhafteste Fantasie. Sie hat manchmal geschwindelt, ohne dass es eigentlich einen Sinn hatte, ohne dass sie einen Vorteil davon hatte. Sie konnte keine Unterschiede machen zwischen Dichtung und Wahrheit. Das wurde zu einer gewissen Krankheit, zu einer Sucht. Vor Gericht sagte Silvia aus, die Geschichte mit dem Schuldgeständnis der Mutter sei frei erfunden. Sie habe das nur erzählt, weil der Reporter von der Heide sie bedrängt hätte. Wir haben Nils von der Heide um ein Interview gebeten, doch er lehnte ab. Silvia kann nicht mehr erklären, warum sie die Mutter belastete. Sie starb am 5. Oktober 1990. Sie hat also das Geständnis widerrufen, aber das Gericht hat festgestellt, sie hätte beim ersten Mal die Wahrheit gesagt und der Widerruf gelte nichts. Auch das ist ungewöhnlich in einem Gerichtsverfahren. Normalerweise wird der Tochter sogar ein Zeugnisverweigerungsrecht zugestanden. Aber die Silvia wurde festgelegt auf ihre erste Aussage und ihr Widerruf wurde überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Vera Brühnes Mitangeklagter Johann Fairbach wurde durch die Falschaussage eines mehrfach Vorbestraften belastet. Siegfried Schramm, dies sind Aufnahmen von 1970, saß gerade mal wieder in U-Haft. Er wurde an Weihnachten zum Schachspiel in Fairbachs Zelle gesteckt. Nachher behauptete er, Fairbach habe ihm den Mord gestanden. Das Gericht hatte keinerlei Belastungsmaterial gegen Fairbach und war auf Schramms Aussage angewiesen. Der Herr Schramm, bei dem war ich nun drin. Und der hat einen absolut unglaubwürdigen Eindruck gemacht. Und ich habe den Herrn Fairbach durchaus verstehen können, dass er während der Vernehmung des Herrn Schramm plötzlich aufgesprungen ist und geschrien hat, du Schwein. Und das hat mich eigentlich überzeugt, dass der Herr Fairbach in dem Fall recht hat. Dieser Herr Schramm hat gesagt, als er die Kerzen an dem Tannenbäumchen anzog, da wäre er sentimental geworden und hätte ihm das gestanden. Und
Da habe ich Einspruch erhoben und da bin ins Wort gefallen. Stellen Sie das fest. Und es ist festgestellt worden, dass Herr Fehrbach nie ein Tannenbäumchen gekauft hat. Das ist der hundertprozentige Beweis, dass es eine Lüge war von Herrn. Das Wort Lüge gebrauche ich nicht. Aber in dem Fall muss ich sagen, das ist eine notorische Lüge von Herrn Schramm gewesen. Dass Herr Fehrbach da sentimental geworden ist beim Anzünden seines Tannenbäumchens, was gar nicht vorhanden war. Außerdem war Schramm ein eigens angesetzter Polizeispitzel. Der war bereits 8-mal vorbestraft, 4-mal wegen Betrugs. Und kurz nach dem Urteil im Brüne-Fehrbach-Prozess wurde auch das Urteil über diesen Schramm gefällt. Und der vorsitzende Richter sagte, Schramm ist ein Hochstapler, ein für die Justiz gefährlicher Intelligenzverbrecher mit einer für die Rechtsordnung gefährlichen Lust zum Lügen. Das Urteil legt den 14. April 19.45 Uhr als Tatzeit fest, obwohl die Polizei einen Zeitraum zwischen dem 15. und 17. April angegeben hatte. Für diese Tage aber hatte Vera Brüne ein Alibi. Für den 14. dagegen nicht. Da am Tatort keinerlei Spuren gesichert worden waren, konnte das Gericht behaupten, was es wollte. Was am Tatort versäumt wurde, kann niemals später nachgeholt werden. Im Fall Brüne-Fehrbach wurde alles das, was am Tatort versäumt worden war und was nie nachgeholt werden konnte, in freier Erfindung der Polizeibeamten konstruiert. Der Freiburger Gerichtsmediziner Professor Balduin Forster erklärte, der vom Schwurgericht bestimmte Todeszeitpunkt sei falsch. Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass Otto Braun und Elfriede Kloh erst 2 Tage nach diesem Zeitpunkt gestorben sind. Als Beweis für die genaue Tatzeit diente dem Gericht die Uhr des Toten. Sie war 1 Jahr nach dem Mord von Braun Junior ins Verfahren eingebracht worden. Die Polizei hatte sie dem Sohn am Tatort übergeben. Folglich hätte sie als Beweismittel gar nicht mehr zugelassen werden dürfen, denn in einem Jahr konnte viel mit ihr passiert sein. Günter Braun behauptete, die Uhr habe damals 20.45 Uhr angezeigt. Sie sei beim Sturz beschädigt worden und noch eine Stunde weitergegangen. Beweisen ließ sich das nicht. Johann Fehrbach und Vera Brüne hatten keine Chance auf ein gerechtes Verfahren. Offensichtliche Widersprüche wurden beiseite gewischt. Was Braun Junior sagte, schien laut Gericht glaubhaft. Was die Angeklagten vorbrachten, grundsätzlich nicht. Weiteres Beispiel, ein sogenannter blauer Brief, den Elfriede Kloh, so heißt es im Urteil, kurz vor ihrem Tod gelesen hat. Das ist die Unwahrheit und das Gericht wusste es. Doch es sagte, Vera Brüne habe den Brief getippt, mit Brauns gefälschter Unterschrift versehen und darin einen Dr. Schmitz genannt, als Käufer der spanischen Villa. Als Dr. Schmitz sei dann Fehrbach aufgetreten, der von Elfriede Kloh eingelassen wurde. Gehen Sie davon aus, dass Herr Dr. Braun den geschrieben hat? Ja, nehme ich doch an. Wer denn sonst? Hat er denn manchmal auf dieser... Wer soll denn den sonst geschrieben haben? An Frau Kloh? Ja, ist doch klar. Hat Herr Dr. Braun manchmal in Ihrer Wohnung in der Kaulbachstraße auf dieser alten Schreibmaschine geschrieben? Ja, das kam schon mal vor. Das kam schon mal vor, wenn er eilige Post zu erledigen hatte, die ihn noch erreicht hatte, bevor er wegging. Das war schon mal drin. Dann holte ich immer bei dem Untermieter Peter Heul die Schreibmaschine. Das heißt, er heißt Günther Heul, aber er wurde Peter Pitt, wurde er genannt. Heul, die Schreibmaschine, so ein altmodisches Ding, das trug ich ihm dann rein ins Wohnzimmer. Und dann tippte er mit 2 Fingern sehr eilig, sehr schnell und gewandt. Der sogenannte blaue Brief, ein Brief, der fast 7 Monate alt war, von dem das Gericht behauptet, er sei auf einem Tisch abgelegt gewesen und die Brille der Elfriede Kloh hätte darauf gelegen. Das stimmte aber gar nicht, sondern im Polizeiprotokoll steht drin, dass auf der Suche nach irgendeinem Hinweis oder Hinterlassenschaft von Dr. Braun ein Polizeibeamter die Schubladen des Sekretärs geöffnet hätte und dabei den blauen Brief entdeckt hätte, weil der aber schon 7 Monate alt gewesen sei und niemand etwas damit anfangen konnte, sei dieser Brief eben zur Seite gelegt worden und nicht weiter beachtet worden.
Von dort hat ihn der Sohn von Dr. Braun an sich genommen, obwohl er gerichtet war an Elfriede Kloh, hat also der Günter Braun den Brief an sich genommen. Und er hat diesen Brief dann in das Gerichtsverfahren eingeführt, auch mit dem Namen Dr. Schmitz und der Vermutung, dass der Johann Fehrbach als Einlass diesen Brief benutzt habe und sich als Dr. Schmidt ausgegeben habe. Dafür hat er als Zeugin die Sprechstundenhilfe Renate Meyer angeführt. Renate Meyer, Sprechstundenhilfe zuerst bei Otto Braun, dann beim Sohn Günther. Renate Meyer spielte eine Schlüsselrolle in der Anklage. Sie behauptete, Vera Brühne und der ominöse Dr. Schmitz seien am Mordtag mit Otto Braun um 19.45 Uhr in Pöcking verabredet gewesen. Renate Meyer und ihr Freund waren als Erste am Tatort. Auf ihrer Aussage basierte auch das angebliche Mordmotiv, dass nämlich Dr. Braun die spanische Villa verkaufen wollte, um Vera Brühne loszuwerden. Erst durch diese Aussagen passte alles so lückenlos zusammen, auch wenn nichts bewiesen war. 7 Jahre danach sagt ein Journalist Renate Meyer auf den Kopf zu, sie habe vor Gericht gelogen. In die Enge getrieben will sie alles widerrufen, doch bevor sie widerrufen kann, ist sie tot. Und dann haben wir uns da getroffen, dann 3 Tage vor ihrem Tod. Und da hat sie mir das eigentlich zugestanden, dass sie eben, und das war der wichtige Satz für mich, der Herr Fehrbach hat es nicht getan. Die Renate Meyer ist am 31. Januar 1969 in München ins Krankenhaus eingeliefert worden, und zwar von dem Arzt Günter Braun. Merkwürdigerweise gibt es keine Aufnahmebelege, und sie ist dann in der Nacht noch gestorben am 1. Februar 1969. Und eine Obduktion hat nicht stattgefunden. Die Leiche wurde kurz darauf verbrannt und eingeäschert. Peter Anders fand dann doch einen Beleg für Renate Meyers Einweisung ins Krankenhaus. Wenn ihr plötzlicher Tod etwas mit dem Fall Brühne zu tun hatte, dann musste, so nahm Peter Anders an, die Spur zu Günter Braun führen. Der war im Mordprozess Nebenkläger und hatte entscheidenden Einfluss auf die Indizienkette zusammen mit Renate Meyer. Peter Anders gab sich bei seinen weiteren Recherchen als Versicherungsagent aus. Da habe ich ihn angerufen und habe gesagt, dass ich eben einen Brief zurückbekam, mit dem Vermerk Empfänger verstorben. Und ich hätte aus den Akten gelesen, aus den Versicherungsanträgen, dass er der Hausarzt war.